Es heißt ja oft, dass wir in der Pandemie alle im selben Boot sitzen. Aber das ist falsch, total falsch, grotesk falsch. Wenn man die deutsche Bevölkerung schon metaphorisch auf Boote verteilen will, dann sitzen die einen auf ihrer riesigen Yacht an der frischen Luft. Die Mittelschicht hockt in Kabinen, nicht so gemütlich, aber halbwegs sicher. Ja, und dann gibt es noch die vielen in den viel zu engen, überfüllten Ruderbooten. Mit anderen Worten, arme Menschen sind viel, viel stärker betroffen von Corona als der Rest, weil sie nicht ins Homeoffice können, sondern bei DHL oder Amazon unsere Pakete ausfahren oder bis 20 Uhr an der Supermarktkasse hocken und abends sitzen sie dann in viel zu engen Wohnungen aufeinander. Die Universität Düsseldorf hat im vergangenen Jahr die Daten von 1,3 Millionen AOK-Versicherten durchforstet. Ergebnis: Empfänger von Hartz IV kamen wegen Corona doppelt so oft ins Krankenhaus wie Erwerbstätige. Das deckt sich mit unendlich vielen Studien, die riesige Unterschiede bei Erkrankungen feststellen. Arme Menschen leiden deutlich häufiger an Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Arme Menschen sterben in Deutschland viel früher als Reiche. Bei Männern beträgt der Unterschied 10 Jahre, bei Frauen immer noch 8. Umso bizarrer ist eigentlich, dass der Staat bei seiner Corona-Statistik überhaupt nicht auf diese Klassenunterschiede schaut. Dauernd wird die Gefährdung der Alten betont, zu Recht. Aber dass ärmere Menschen genauso in Gefahr sind, häufiger an Covid zu erkranken, wird konsequent ausgeblendet. Als WDR, NDR und SZ kürzlich alle Landesgesundheitsministerien fragten, welche Erkenntnisse sie haben über den sozialen Status der Erkrankten, also Arbeitslosenquote, Wohnungsgröße, Einkommensdurchschnitt, da haben 14 der 16 Ministerien zurückgeschrieben, dass sie keine dieser Fragen beantworten können. Als sich in den USA abzeichnete, dass etwa doppelt so viele Schwarze wie Weiße an Covid-19 starben, da hat es die Black Lives Matter-Proteste wahnsinnig befeuert. Und Großbritannien hat so genaue Armutsstatistiken, dass man quasi in Echtzeit sehen konnte, je ärmer das Viertel, desto mehr Tote. Weshalb es in Großbritannien aber eben auch sehr viel früher und sehr vehement die Forderung gab, ärmere Menschen bevorzugt zu impfen. Bei uns gibt es immer noch einzig die Alten, die Vorrang haben. Fast als hätte man Angst, dass klar wird, wie krass die Klassenunterschiede in dieser angeblichen Mittelstandsgesellschaft sind und wie tödlich Armut in Deutschland sein kann.